Liebe Stammtischschwester, die internationale Finanzkrise hält uns derzeit im Atem. Gut, dass einer kommt, der uns diesen hochkomplexen Sachverhalt mal ordentlich erläutert. Er ist Satiriker, Moralist, ein echtes Bühnentier aus Gelsenkirchen. Hans-Günther Putzko. Ja, Dankeschön, Dankeschön. Ne, also was diese Finanzkrise betrifft, also da ist was los, oder? Also, ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Da haben die Amis Millionen Schrottkredite für insolvente Immobilienkäufer weltweit anderen Kreditunternehmen weiterverkauft, die für den Ankauf dieser Kredite Kredite aufgenommen haben. Stell dir mal vor, du sitzt in einer Pokerrunde und brauchst dringend Geld. Dann sagst du zum Zweiten, leih mir was. Dann sagt der, ich hab selber nichts. Aber die Schulden, die der Dritte bei mir hat, die kann ich dir geben. Spitze, sagst du da, und als Sicherheit kriegst du vom Vierten die Schulden, die ich bei dem hab. Super, sagen alle und fangen an zu zocken. Frage, wie viel Geld liegt jetzt auf dem Tisch? Und als das gerade losging, sagte deutsche Bankchef Josef Ackermann auch sofort, wer bei sowas mitzockt, ist doch selber schuld. So blöd möchte ich sein. Und zwei Wochen später hat er gesagt, ja, bin ich auch. Das ist jetzt ein Jahr her und seitdem ist kein Monat vergangen, wo der Ackermann nicht im Fernsehen war und sagte, ja, jetzt ist das Schlimmste überstanden. Zack, drei Monate später, wieder eine Bankpleite. Ackermann, ja, jetzt ist das Schlimmste überstanden. Zack, eine Bankpleite, Ackermann. Das ging die ganze Zeit, bis ich mich irgendwann mal fragte, wo ist eigentlich dieser Comical Ali geblieben? Kennt ihr noch Comical Ali? Das war dieser Informationsminister von Saddam Hussein, der noch den Sieg der irakischen Truppen verkündete, als im Hintergrund schon US-Panzer durchs Bild fuhren. Ich habe lange gefragt, was ist aus dem eigentlich geworden? Der hat eine Gesichtsoperation gekriegt und den Vorsitz der Deutschen Bank übernommen. Und als der Ackermann dann merkt, das ganze Spiel geht wohl doch nicht auf, hat er letztens im Sommer, vor ein paar Wochen erst, hat er alle großen Bankenbosse getroffen und hat ein Konzept vorgelegt zur Selbstverpflichtung. Ein Ehrenkodex für Finanzspekulanten. Also eine Selbstverpflichtung für Börsenzucker. Ne? Man hat schon mal einen Bauer erlebt, dass die Schweine beschließen, ihren Saustall selber auszumisten. Nein, denken Sie sich, zur Not sind ja die Notenbanken da. Deswegen heißen die auch Notenbanken, weil die zur Not da sind. Damit das System nicht zusammenstürzt. Mal eine Frage, was ist das überhaupt für ein System? Ey, stell dir mal vor, in deinen Adern ist vor allem nur heiße Luft und Blut immer nur an der Stelle, an der es gerade gebraucht wird. Gut, wir Männer kennen das. Und wenn dann schon mal zu wenig Blut im Gehirn ist, dann kann es einem Mann schon mal passieren, dass er 500 Millionen an eine Bank überweist, die gar nicht mehr existiert. Und dann kann schon mal passieren, dass der Steinbrück sich aufplustert und sagt, was eine Sauerei, 500 Millionen aus Steuergeldern verschwendet. Dass ich mir dachte, guck mal an, der Steinbrück, ich bin nur Kabarettist, der ist ein richtiger Komiker. Ja, weil anscheinend fehlte gerade ein bisschen Blut in seinem Gedächtnis, weil sonst hätte er sich ja daran erinnert, dass er höchstpersönlich noch kurz zuvor 10 Milliarden aus Steuergeldern, also 20-fache zur Rettung der IKB-Bank da verschwendet hat. Ne? Sagt er, 500 Millionen sind ein Skandal. Er hätte nur noch gefehlt, dass er hinten dran hängt und außerdem mich dafür, dass Franjo Poth Chef der Europäischen Zentralbank wird. Ne? Also, halt mal fest. Finanzkrise heißt, wenn du wettest auf Pferde oder Lottozahlen und verlierst, dann ist das dein Pech. Wenn Banker wetten auf Kursgewinne von US-Immobilien und verlieren, dann ist das dein Pech. Merkst du einen Unterschied? Dann merkst du mehr als Josef Ackermann. Hans-Günther Putzko, der zufälligerweise eine DVD dabei hat. Aber zufällig. Ist die Berlin? Noch nicht. Spitzenreiter
ist dein neues Programm. Worum geht's da? Höhepunkte und Breitseiten aus 4 Programmen. Ich dachte mir, nach 10 Jahren machen wir was ganz Originelles, machen wir ein Best-of. Und ja, ich hangel mich an der Frage entlang, verändern sich die Dinge eigentlich wirklich oder wird man einfach nur älter? Nur mal ein Beispiel. Vor 10 Jahren nannten wir kleine rote Wassersäcke, die nach nichts schmecken, holländische Tomaten. Heute kennen wir das als deutsche Erdbeeren. Butzko aus Gelsenkirchen ist einer, der auch über den globalen Tellerrand hinausblickt. Was hältst du vom amerikanischen Wahlkampf? Naja, immer, da finde ich, also ohne Scheiß, gerade sehr interessant. Lange dachten die Amis ja, sie wählen im November einen neuen Präsidenten. Jetzt wissen sie, sie wählen Konkursverwalter. Was aber gar nicht so bekannt ist, das wusste ich auch nicht, die Chinesen besitzen US-Staatsanleihen im Wert von 1200 Milliarden Dollar. Und diese Situation, da sind sich alle einig, die Experten und Peter Scholl-Latour. Diese Situation meint man mit Kampf der Kulturen. Also überleg mal, ne, die Amis. Ein Volk, dem man aufschreiben muss, dass Katzen nicht in der Mikrowelle erwärmt werden. Gegen die Chinesen, ein Volk, das genau weiß, Katzen muss man im Wok zubereiten.